Heute im Video Monowing, Doppelwing, Singletankadapter oder auch hybride Wings. Wie funktioniert das? Wie spielt das zusammen? Ich habe mich vielleicht in dem Video vor ein paar Wochen etwas missverständlich ausgedrückt zum Singletankadapter und zum Monowing. Das möchte ich heute nochmal ein bisschen klarstellen. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich im Video mich nochmal mit euch darüber unterhalten, Monowing, Singletankadapter, Doppelwing, wie spielt das alles so zusammen? Ich hatte vor 2 Wochen ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, braucht es diese Stäbe oder beziehungsweise braucht es durch diese Stäbe, die jetzt an vielen Monowings verbaut sind, braucht es da überhaupt noch den klassischen Singletankadapter? Macht das Sinn, das zu kombinieren? Das Video, das vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang wichtig wäre, verlinke ich euch nochmal hier oben. Aber letztendlich ging es darum, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich nicht mehr zwingend erforderlich, einen Singletankadapter an einem Monowing zu verbauen. Ich kriege die Stabilität auch anders her, aber unter Umständen hat der Singletankadapter einen Komfortgewinn, wenn ich öfter von Mono auf Doppel wechseln möchte, weil ich mich dann leichter bei der Demontage tue. Was aber dann entstanden ist, dass manche sich gedacht haben oder gesagt haben in den Kommentaren, ich nehme doch lieber ein Monowing für die Monoflasche und ein Doppelwing für die Doppelflasche. Und da bin ich voll dabei, das ist genau das, was wir auch möchten. Was nicht geht, also was natürlich technisch funktioniert, ihr könnt so einen Singletankadapter hier an ein Doppelwing draufschrauben, das funktioniert. Aber dafür ist er nicht gedacht. Und deswegen ist vielleicht auch der Name Singletankadapter, das meint ja immer etwas passend zu machen, ein Adapter für das, was es eigentlich nicht gedacht ist. Insofern ist vielleicht Singletankadapter auch nicht unbedingt mehr das richtige Wort für dieses Bauteil. Er soll eben nicht dazu dienen, dass ihr ein Doppelwing an einer Monoflasche verwendet und dann mit einem Doppelwing mit der Monoflasche tauchen geht. Die Gründe, die möchte ich euch noch mal kurz erklären. Ich glaube, ich habe da schon mal irgendwann ein Video dazu gemacht, aber das ist mir jetzt schon noch mal wichtig. Und ihr seht das hier, wenn wir so ein Doppelwing nehmen, dann ist das natürlich deutlich größer, deutlich breiter, wie wenn wir jetzt hier ein Monowing nehmen. Okay, das hat hier 32 lbs Auftrieb, das 45, natürlich ist auch da ein Unterschied. Wir haben aber durchaus auch Hersteller, die ein Monowing 40 lbs anbieten und ein Doppelwing 40 lbs von Helzien zum Beispiel. Und da sieht das aber gar nicht so viel anders aus, dieser Unterschied Mono-Doppel. Und daran seht ihr eben, dass ein Doppelwing viel, viel breiter gebaut ist und das liegt einfach an der Flasche. Wir wollen, wenn wir den Auftrieb produzieren, wir wollen diesen Auftrieb neben der Flasche haben. Ja? Also das Wing wird natürlich aufgeblasen, also es kommt immer ein bisschen Gas rein, meistens gar nicht so viel, wenn der Trim passt. Wenn das Ganze balanciert ist, was ihr da an euch habt, dann braucht ihr gar nicht so viel Auftrieb, um das Ganze wieder zu heben. Aber trotzdem, natürlich bläst sich dieses Gas hier rein. Und was macht dann das Gas oder die Luft? Sie steigt nach oben, wenn ihr flach im Wasser liegt. Und damit wickelt sich das Wing um die Flasche herum. Also letztendlich, ja, es würde sich herumwickeln, wenn es eben breit genug wäre, dass es oben drüber passt. Und genau das wollen wir vermeiden, sondern das Wing soll sich nur links und rechts der Flasche anlegen. Ja, es soll aber nicht groß über die Flasche hinausgehen. Da kommt es jetzt nicht auf ein paar Millimeter oder Zentimeter darauf an. Was aber auf jeden Fall nicht passieren darf, dass das Wing über der Flasche, über der Monoflasche zusammenschlägt. Damit entsteht eine Luftblase mehr oder weniger ausschließlich überhalb der Flasche und das führt zu einer sehr wackeligen, instabilen Wasserlage, die keinen Spaß mehr macht zum Tauchen. Und das ist eben der Grund, warum das Monowing deutlich schlanker ist wie ein Doppelwing. Beim Doppelwing haben wir natürlich eine deutlich breitere Flasche, eine ja, doppelt so breite Flasche.
Und da ist es dann wieder genau die gleiche Idee, die dahinter kommt. Auch hier soll sich natürlich das Wing hier wieder um die Flasche oder an der Flasche anlegen, links und rechts. Und damit brauchen wir halt beim Doppel ein deutlich breiteres Wing, wie das hier bei der Monoflasche der Fall ist. Ja. Und jetzt haben wir schon den Unterschied, warum ich nicht sagen kann, ich nehme mir ein Doppelwing und baue dann mit einem Single-Tank-Adapter, der sich montieren lässt, also von den Lochabständen, würde das hier gut reinpassen. Ja, da müssen wir eigentlich nichts aufmachen, nichts groß dran basteln. Das würde funktionieren, aber es ist dafür nicht gedacht und führt eben, wie gesagt, zu einer schlechten Wasserlage. Andersherum, jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, dann nehme ich eben nur ein Monowing. Auch das Monowing kann ich an die Doppelflasche schrauben. Die Abstände, die Lochabstände sind ja die gleichen. Und da haben wir dann das Problem, dass hier eine Luftblase nur unterhalb der Flasche entstehen würde. Ja, also ihr hättet Wing und dann liegt die Flasche drauf und damit kann das Gas wieder nicht links und rechts an der Flasche entlang. Und würde damit auch wieder dafür sorgen, dass wir eine sehr wackelige Wasserlage haben, weil das Gas eben nur noch unter der Flasche ist und nicht mehr neben der Flasche. Ist ungefähr genauso unangenehm zu tauchen, macht also keinen Spaß. Und deshalb unsere dringende Empfehlung, wie ihr es ja auch selber schon in den Kommentaren geschrieben habt, ein Doppelwing für eine Doppelflasche und ein Monowing für eine Monoflasche. Jetzt gibt es natürlich wie so immer Mischformen des Ganzen, sogenannte Hybrid-Wings, die für Doppel und Mono gedacht sein sollen. Das funktioniert in einer gewissen Weise, ist aber natürlich bei beiden Varianten immer irgendwo ein Kompromiss. Nur noch mal kurz darauf einzugehen, was wird da gemacht bei diesen Hybrid-Wings? Wird ein großes Wing genommen, ein Doppelwing, und an dieses Doppelwing werden Gummibänder oder Bungees hier auf der Seite angebracht, damit das Wing, wenn es eben kleiner gebraucht wird, sich zusammenzieht. Durch diese Bungees wird es dann zusammengedrückt und damit wird das Wing wieder schmäler, ähnlich dann wie einem Monowing, und dann funktioniert das mal ganz grundsätzlich auch mit der Monoflasche. Bei der Doppelflasche ist es dann einfach so, da zieht dann das Gas, das ich ja um die Flasche erstmal legen möchte, das zieht dann das Wing wieder auseinander, zieht die Bungees auseinander und dann funktioniert das Ganze auch mit der Doppelflasche. Das gibt es außenliegend, so war das früher bei vielen Herstellern, die haben hier die Bungees außen gemacht. Von OMS gibt es einen Hybrid-Wing, wo die Bungees innen befestigt sind. Das ist das gleiche System, man sieht es einfach nur von außen nicht so auf den ersten Blick. Nachteil daran ist einfach immer, dass es eben eine Mischform ist, es soll für beides funktionieren, und in diesen durch die Bungees zusammengezogenen Dinge können Luftblasen entstehen. Ihr bringt dann einfach das Gas nicht mehr so schön raus aus dem Wing, das Gas kann nicht mehr strömen, nicht mehr so schön strömen, das wirkt sich auch wieder nicht so gut auf die Wasserlage aus. Also das Ganze ist einfach nicht so richtig ideal. Ihr kriegt das Ganze nicht mehr so gut entlüftet, weil sich irgendwo Lufttaschen bilden. Dadurch braucht ihr wieder mehr Blei, um das auszugleichen. Also das sind einfach alles so Sachen, wo wir sagen, das ist, ja, das ist ganz nett, aber wenn man es richtig machen möchte, dann doch bitte hier ein Wing für die Monoflasche und ein Wing für die Doppelflasche. Das ist dann auch nicht mehr so der große Unterschied. Und dafür habt ihr dann aber etwas, das immer das Richtige ist, egal welche Variante, welche Flasche ihr taucht. Und ihr geht keine Kompromisse ein. Ihr braucht ja nicht das komplette System. Die Backplate ist ja immer die gleiche, egal ob ihr Mono oder Doppel taucht. Also insofern braucht ihr hier wirklich nur das Wing. Und da war eben dann letztes Mal die Überlegung, wenn man gerne mal von Doppel auf Mono oder umgekehrt hin und her switcht, wenn man öfter beides taucht, ist es vielleicht komfortabler, hier einen Single-Tank-Adapter am Mono-Wing zu verwenden. Dann funktioniert das vielleicht ein bisschen besser. Schaut euch gerne nochmal das andere Video hier oben an, dann seht ihr, was ich damit sagen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch noch ein paar zusätzliche Informationen zu dem Thema Monowing, Doppelwing, Singletankadapter geben. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein paar Kommentare da, das ist uns auch immer sehr wichtig, dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Ja, wie gesagt, Abos sind immer gefragt. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut andere Videos und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.